Yo, was geht heute wieder? Ein Daily Vlog oder Vlog? Und ja, wie ihr seht, bin ich gerade wieder in einem Hotel in Nürnberg. Ja, heute ist YouTube Barcamp in Panabol und ich wurde wieder dazu eingeladen, wieder dort vorbeizuschauen. Und ich werde jetzt gleich frühstücken gehen mit den lieben Tens von Apple War. Ja, ich habe richtig gut geschlafen, wie immer. Einzelbett, großes Bett. Und ich freue mich, wenn ich auch mein eigenes Bett hätte bei mir zu Hause. Ich mache mich jetzt auf den Weg, Tens wartet bestimmt schon und ja, wir frühstücken jetzt. Und ich habe jetzt gerade eine coole Session gemacht in Richtung Kanaloptimierung. Habe leider vergessen, das zu filmen. Jetzt haben wir gerade Pause. Und muss wirklich sagen, ja, gefühlt war es richtig besser als gestern. Aber es gab wenig Lärmkulisse. Ich finde YouTube Barcamp hier in Nürnberg immer schön und ist immer frisch, neue Leute kennenzulernen. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie der Ablauf jetzt noch weitergeht, weil ich nachher über YouTube in Bayern so ein bisschen referiere. Eigentlich das, was ich gestern sozusagen beim Vlogger Market erzählt habe, nur ohne Störung. Abgesehen davon gibt es viele Leute, die auch hier sind, wie zum Beispiel diese komische. Ich bin gespannt und Chili. Ja. Oh, heiß. Ich bin Stefan aus München. Stefan ist mein Künstlername. Eigentlich heiße ich Stefan, aber Stefan hört sich komisch an. Deswegen nennt man mich eher Steve und ich arbeite bei der Baureihe Film. Das ist jetzt eine Sache, was ich jetzt auch nur kurz anschneiden werde, was aber vielleicht für euch Franken wahrscheinlich uninteressant, aber trotzdem ein Thema ist, sind die Einrichtungen in München. Einmal das ist die Creative Forge von der Baureihe Film und einmal Typ Mini vom Café Netzwerk. Wir wollen einfach für fortgeschrittene YouTuber die Möglichkeit bieten, eine Plattform zu haben, wo sie sich connecten können. Creative Forge ist der nächste Schritt, wenn man mehr machen will, außer vom IKEA-Regal Videos zu drehen, sondern vielleicht vor einem Studio, vor einer Kulisse. Vielleicht will man eine Straße haben, wo leer ist. Musikvideo weiß man ja nicht. Ich schmeiß Gummis in die Menge und schrei geh okay. Mach was du willst, auch wenn's keinen bewegt. Keiner versteht mit ner Blocken und Brünetten in ner Dreier-WG. Das ist privat, hallo.